So. Ich habe übrigens was auf dem Radar. Moment. Ich würde einfach schon einfach 36 Schuss in der Rifle drin habe. Das gefällt mir. Alter, meine Fresse. Ich habe meine Rifle, geh mir nicht auf den Senkel. Meine Rifle nicht umsonst gekriegt. Um mit einem einzigen Lebenspunkt hier durchzuspazieren. Mir wird angezeigt, dass hier irgendwas sein soll. Kann ich sie irgendwo Lüftungsschacht oder sowas? Und die Schrotflinte wird mir angezeigt. Toll, oder? Dir wird so ziemlich jedes Item angezeigt. Jo. Na komm, rein. Erstmal den hier töten. So. Ich habe hier ist nichts weiter Wichtiges mehr. Hier unten ist noch irgendwas. Wie? Ja, da die Treppe runter. Ja, da waren wir doch schon. Ja, ich komme da so nicht runter. Lande auf mir, es ist weich. Ach, hier sind wir wieder im Gefangenenlager. Wir haben auf dem Klo was übersehen. Ein Einwegwartungswerkzeug haben wir auf dem Klo übersehen. Oh, nice. Der Kerl kann sein Sicherheitshelm bestimmt noch brauchen, ja. Also da unten war auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Diese Rammel kommen mir so unbekannt vor, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Direkt neben dem OBR. Ich weiß gar nicht, wo der ist von hier aus gesehen. Doch, ich glaube, wenn ich hier lang gehe. Ja. Dann dahin. Hi. Bist du hier, genau. So, genau hier. Der war das. Ich kann mich an den hier irgendwie nicht erinnern, außerdem liegt hier eine Standardkampfpanzerung. Also waren wir wahrscheinlich noch nicht hier. Okay, die Standard gibt mit 30. Die leichte. Ach, 20, okay. Also, wenn du die leichte haben willst. Ich habe die schwere, danke. So, hast du dich schon angezogen? Ja. Hi there. Telefon. Please make your selection. Wo hast du Stärke 6 schon her? Ich muss die ganze Waffe nicht upgraden und die Cyberfähigkeiten. Stimmt. Oben ist noch Alk. Sehe ich. Bin ja auch gerade oben, also. Telefon. This device is temporarily out of order. Aber vorher und nachher erstmal das Telefon Einwählsound, ne? Der Telefon-Einwählsound, der alte. So ein Piepen. Echt? Ja, kein richtiger Einwählsound, aber halt, na, so ein Telefon-Piepen. Lass jetzt gerade ehrlich jetzt an, nochmal. Ja. Meine Güte. Huch. Was? Da ist eine Kampfpanzerung entstanden. Wieso ist. Hä? Was? Ach so, wegen Brombus konnte ich das tragen, okay. Was bin ich froh, dass ich die Standardkampfpanzer auch ohne Brawn Boost tragen kann. Ich hatte nämlich gerade, ich habe auch gerade Brawn Boost drin, so, oh mein Gott. Na dann weiter. Ist doch schön. Heimer bricht nicht zusammen, sondern es fällt einfach von einem ab, wenn man nicht mal stark genug ist, es zu tragen.
So, Items jagen. Hier soll noch irgendwas sein. Auch hinter der Wand irgendwie. Kann es sein, dass das Teil nicht allzu akkurat ist? Ist relativ akkurat, irgendwie so auf 3-4 Meter. Warum laufen wir eigentlich jetzt hier durch und suchen den ganzen Kram? Weiß ich nicht, warum nicht? Weil es keinen Sinn ergibt. Ich kann nicht sicher sagen, wo wir hin müssen, das ist das Problem. Du denkst, also so sinnlos durch dieses eine Ding hier durchzurennen, ist sinnvoll. Nö. Aber vielleicht finden wir hier irgendeinen Hinweis. Ein Hinweis. Ja genau, geh mal zum Reaktor auch, gut. Ich wundere jetzt halt, dass wir nur Karten 2 und 3 haben, nicht Karte 1. Haben wir die schon gehabt? Na, lass mal gucken. Reaktorkontrolle 2, Reaktorkontrolle 3, Reaktorkontrolle umleiten. Mehr ist dazu nicht. Und hier ist noch irgendein Versteck. Auf der Ebene. Wo weißt du das? Weil hier ein Code für Garretts Versteck steht. Muss das diese Ebene sein? Das ist diese Ebene, ja. Ah. Ansonsten hätte ich gedacht, der Garten, aber... Oder ist es vielleicht der Garten? Es kann sein. Aber sollen wir da nochmal hin? Ich weiß nicht, ich will wissen, was da drin ist. Du nicht? Doch, ich auch. Das ist eine leichte Kampfpanzerung. Denn eigentlich steht es da auf der Ebene, wo es auch hingehört. Nur die Reaktordinger stehen auch auf der entsprechenden Ebene, wo wir es gefunden haben, nicht da, wo es hingehört. Seltsam eigentlich. Ja, gut. Jo, Aufzug. Ja, ich bin auf dem Weg. Boah, haben wir gerade mal im Freizeitdeck, so logischerweise, ne? Das glaube ich, dass ich auf dem Weg zum Aufzug bin. Ja, bin ich. Ja, bist du. Speichern. So. Gebe bitte her. So. Ach. Freizeit war das, ne? Mhm. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, dass wir es noch von vorne versuchen. Echt? Ja. Okay. Und nochmal von vorne. Was, diesmal hast du erstmal geklappt? Ja. Okay. Hier. Läufst du nochmal raus? Wegen der Topfpflanzen, die sich nicht ziehen lassen wollen. Meine Güte. Oh, das ist hübsch. Du blockierst die Tür. Ich sehe die Innenseite von der Tür. So, nochmal. Jo. Geht doch. Der Garten war da unten irgendwo. In Crew-Quartieren, meine ich. Gehen dann rechts. Wow. Fuck. Da war ein Cyberkiller. Okay. Und du bist wo? Ich bin hier beim Garten. Ah. Hi. Hi.
Ich rüste mal die Splitterpatronen aus, und mit der Rifle bin ich hier unbesiegbar dann bei den blöden Viechern. Okay. Speichern. Speichern. Ist wichtig hier, das wissen wir mittlerweile. Ja. Solltest du gar nicht mehr hinterfragen müssen. Aus diesem Grund. Echt? Nee, ich lüge. Und dann? Dauert ja zum Glück nicht lang. Ach übrigens, dreiviertel Stunde hast du gesagt? Ja. Max. Ups. So. Auch nochmal, oder? Mhm. Danke. Hey! Jetzt alles leise. Jetzt alles wieder ganz laut. Einfach nur vier Schuss. Jo. Tut das gut. Die Teile mal kaputt zu kriegen. Ich hatte dafür selbst drei Granaten gebraucht. Das ist einfach nur vier Schuss. Und das ist irgendein Item, das dauerhaft bei mir ist, irgendwie. Wie, warum? Mir wird halt angezeigt, dass hier ein Item ist, das genau bei mir ist. Keine Ahnung. So. Oh, Moment. Der Code. Der Code. Nein, die Notiz, nicht die E-Mails. 24396. Haha. Zöpf hier. Mhm. Urig irgendwie. MP-Granaten und ein Medikit. Noch ein Sturmgewehr. Perfekt. Eins. Medikit. Hä? 1216 Naniten aufgehoben. Ja. Ich hab gerade 3009 Naniten. Ich hab 1005. Naja. Und nochmal 12 Schuss. Weiß ich ja, wer mir gleich Schuhe kaufen geht. Übrigens, der Baum ist nicht geklippt. Das ist ein Geisterbaum. Willst du die Rifle mitnehmen? Kann die kannst du bestimmt tragen. Nee. Ach, tragen kannst du sie. Ja, aber das bringt mir nichts. Aber nicht verwenden. Eben deswegen, ja. Ich kann sie durch die Gegend ziehen. Ist aber schön, so. Ist aber schön zu wissen, dass das wirklich so gemacht ist, dass man, aber die Rifle sieht eigentlich voll cool aus. Weil einfach, weil das eine Einhänderwaffe ist, ne? Ich halte die einfach einhändig. Ich habe die einhändig geschultert. Mhm. Ui, boing, boing, boing. Gehen wir. Nein, ich möchte noch den Flug der Waffe zu Ende. Wir gehen. Ja, so ein Kinderkram. Okay, hat sich halbwegs gelohnt. Du hast ganz viel Geld bekommen. Und wir haben, warte mal kurz, da waren das 24 Upgrade-Einheiten, glaube ich sogar. Hm, okay. Ich habe jetzt wieder 39. Ich glaube, 4 hatten wir nochmal gefunden. Ne, 5 hatten wir nochmal irgendwann gefunden. Ja, passt. Das waren 24. Okay. So. Es geht mir auf die Nerven. Bei mir geht's wunderbar. Ja, warum wohl? Weiß ich nicht. Weil du Host bist. Ein Host. Du bist Horst, ja. Ja, ja. Müsst ihr mal versuchen, meine Horst-Schlimmer-Improvisation ein bisschen noch zu erweitern. Wäre ich? Einfach weil das wird bestimmt ein Burner werden. Huch, nein, nicht neues Spiel. Halt, stopp. Wir sehen also Konzentration. Also kann ich wieder raus oder lässt du einfach ja, nochmal rein? Du kannst nochmal raus. Das war peinlich. Aber nicht doch. Schätzelein. Ich kann das nicht.
Max, das ist doch nicht Horst Schlemmer, das ist irgendwie anders. Ich weiß. Das ist eine Eigenkreation. Ach so. War das hier? War hier. Das ist eigen und artig. Ja. Und vor allem nervig. Nicht mal so überdurchschnittlich. Nicht mal das. Das würde ich schon gerne machen, aber nicht öfter als sonst. Vorsicht. Ich habe meine Schrotreifel, also hier. Reifel. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, also Dafür bin ich derjenige, der hier die ganze Taktik bedienen kann. Ich meine nur, wirklich halbautomatisch Splitterpatronen irgendwie in den Bauch gefeuert zu kriegen. Ist ne? Schön. Wollen wir mal testen? Ist fast so eine Harakiri-Massage. Wollen wir? Du hast ja gespeichert. Wir können. Das war nur ein Schuss. Du. Das waren 13 Leben. Mit schwerer Kampfpanzerung. Harakiri-Massage, sag ich ja. Ja. Vor allem, weil eigentlich. Ich hab nicht mal auf Dauerfeuer gestellt, ne? Ich hab einfach die Taste gedrückt gehalten und also einmal geschossen. Soll ich einfach mal durchgehen jetzt? Du kommst ja eh mit. Was? Ja. Hä? Wie? Aufzug. Warum bist du dann zum Schott gegangen? Ist. Hä? Wir sind aus dem Schott rausgegangen. Sind wir? Sind wir. Das ist das Schott, das zum Garten führt. Ah, ja. Wir wollten noch nicht zum Garten. Wollten wir auch nicht. Ah, ich hab's langsam wieder, ja. Ja. Ich bin im Aufzug.